Herzlich willkommen zurück zur weiteren Aufnahme vom FM22 mit dem Spielstand, den 1. FC Kaiserslautern. Es sind ja knapp 3 Wochen vergangen seit dem letzten Spiel, weil wir ja 2 Wochen Länderspielpause haben. Deswegen haben wir eine Menge aufzuholen. Gehen wir mal direkt rein. Ich will euch erstmal noch die Ergebnisse von dem letzten Spieltag mitteilen. Da hatte am Abend noch Bielefeld gegen Bremen nur 2:2 gespielt. Deswegen hat sich Bielefeld letztendlich nicht auf Platz 2 geschoben. Denn Dynamo Dresden gewann am Sonntag dann gegen Paderborn 1:0. Unter anderem Regensburg gegen Osnabrück auch 1:0. Allerdings der Heimsieg in dem Fall und Heidenheim in der Licht zu Hause. St. Pauli 2:3. Deswegen ist Dresden jetzt gerade unser aktueller Verfolger auf Platz 2, aber da sind wir auch schon 6 Punkte Vorsprung, 7 vor Bielefeld und 8 Punkte sogar vor dem 4. Es sind erst 14 Spiele gespielt, aber auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Bilanz. Dann sind wir jetzt am nächsten Spieltag, wie gesagt, das war ja der 7. November, jetzt sind wir schon am 26. November und das nächste Spiel findet erst statt. Wir am Freitagabend gegen Wiesbaden und Rostock noch gegen Schalke, aber wir haben so einiges noch in der Woche aufzuholen, also von den Wochen aufzuholen. Die zweite Mannschaft gewann nämlich nach unserem letzten Spiel dann auch 2:0 gegen, wen war es nochmal? Wir schauen mal eben hier, gegen, hatten die 3 Spieler. Die hatten anscheinend 3 Spiele. Schaut mal an, nämlich gegen, dann gucken wir die so uns an. Gegen Homburg haben sie 2:0 gewonnen. Dann haben sie in Wiesbach, Hertha Wiesbaden, 1:0 gewonnen. Und jetzt zuletzt nämlich gegen die SG Hochwald 3:0. Wenn ich gleich darüber fliege, schauen wir nochmal kurz die Torschützen an. Auf jeden Fall sind wir auch hier mit insgesamt 9 Punkten Vorsprung vor einem Nicht-Aufstiegsplatz Tabellenführer. Allerdings 3 Punkte bis zum Relegationsplatz. Also auch die zweite Mannschaft macht das dort richtig, richtig gut. Ja, was gab es dann in der Woche? Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Die U19 hat hier auch nochmal gewonnen. 2:1 gegen Darmstadt, ist auf Platz 5. Da kann aber auch noch was weiteres kommen. Hier war der 1:0-Sieg gegen die Mannschaft von, hatte ich vorhin gesagt. Wer war es denn nochmal? Gucken wir nochmal ganz schnell rein, damit wir da auch alle Informationen für euch haben, nämlich gegen Hertha Wiesbach war es, genau. Hertha hatte ich irgendwie im Kopf, aber Wiesbach sagte mir jetzt gar nichts. Sorry dafür. So, und dann hat der FC Augsburg uns ein Vorstellungsgespräch angegeben. Das war natürlich interessant. Die sind in der Tabelle zu dem Zeitpunkt letzter gewesen. Ist das immer noch so? Ja, 18. in der Bundesliga. Aber ich sage ja auch dazu, ich möchte hier gar nicht weg. Das habe ich dann auch einer Presse gesagt, die gefragt hat. Ich meine, die Möglichkeiten hier noch was zu reißen ist natürlich da, aber Bundesliga reizt auch immer. Aber nein, das Kaiserslautern-Projekt machen wir jetzt weiter. Nur trotzdem ist das natürlich sehr interessant. Die U19 hat dann, oder lobenswert, wenn man dann angeboten bekommt, das will ich damit sagen. Dann hat unsere U19 das Viertelfinale, im Viertelfinale des Juniorenpokals gewonnen. Genau, war doch so, ne? Bin gerade ein bisschen durch den Wind, wie ihr merkt, aber ich frage mich gerade, Viertelfinale im Juniorenpokal. Ja klar, das war das Viertelfinale. Ich hatte jetzt gedacht, sie kommen ins Viertelfinale. Nein, wir sind erstmal weitergekommen ins Halbfinale, wo die Auslosung auch schon stattgefunden ist. Und da spielen wir gegen Kölns U19. So sieht's aus. Sorry für die kleinen Vergehen hier von mir. Dann gehen wir noch weiter. War halt eine ganze Menge. Und hier ist nochmal Lauterns U19, hat gegen Kaiserslauterns U19 gewonnen. 13:0. Deswegen jetzt mit 32 Punkten auf Platz 5. Und dann kommen wir zum Testspiel, was wir gemacht haben. Da gucken wir uns auch schnell die Tore zusammen an, wie wir es auch schon immer machen. Wir haben nämlich gegen VfL Illertissen 9:1 gewonnen. Immerhin ein Tor bekommen, ne? Das ist ja nie so schön. Aber wir gucken uns zusammen einfach mal die Tore an. Ganz klar, 32 Schüsse, 17 aufs Tor, 4,15 XG. Beim letzten Freundschaftsspiel war es, glaube ich, 5, so und so. Wir wollen ja unsere Offensivtaktik eintrainieren und das haben wir hier auch gemacht. Deswegen gehen wir mal kurz rein ins Spiel und gucken uns auch die Tore dann gemeinsam an. Das Ganze ging los in der 18. Minute. Zimmer hat wieder gespielt, eine Halbzeit allerdings nur. Und hier war die Vorlage von Rocky für Garcia McNulty. Trockener Linksschuss 1:0. In der 20. dann Zimmer über rechts. Tongic, der mit der Flanke auf Monticelli. Da kann der Torhüter nicht so ganz so viel machen. Sieht aber nicht ganz so gut aus. 2:0. Das 3:0 in der 24. Zimmer auf Monticelli. Der kommt erst nicht zum Jubel, aber dann Schmadtke mit dem Abstauber zum 13:0. Das 14:0 Vita auf Monticelli, der dann auf Schmadtke und Tongic dann schön verwandelt zum 4:0. Und noch vor der Pause
fiel auch noch das 5:0. Hier ist es Zimmer, der den Ball auf Rebinger gibt, McNulty, und der macht seinen zweiten Treffer und es steht 5:0 kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte dann das 6:0 bereits in der 47. Minute. Tonguchi über die rechte Seite flankt hinein. Kiprik gibt die nochmal nach innen und Bravo verwandelt. Der ist eingewechselt worden. Ein Elfmeter durch Tonguchi war dann das 6:0. Dann kam das 6:1 hier für die Gäste aus Illertissen. Da haben wir mal nicht so richtig aufgepasst. Ein bisschen Ping-Pong, aber Velasco ist es, der nachher das 1:6 macht. Das 1:7 in der 66. Minute. Tower hier auf Treu, der ganz untreu in den Winkel, und dann ging es weiter mit dem nächsten Treffer und Navrocki auf Spitzer. Jetzt habe ich schon vergessen, wie viel steht, 7:1, ich weiß es gar nicht mehr. Kiprit macht auf jeden Fall in der 74. ist den Endstand, dann war es schon das 8. und das war dann das 9. Das war der Sieg gegen Illertissen, ungefährdet, aber wie gesagt, wir wollen unsere Taktik eintrainieren und das haben wir auch gemacht. Matanovic musste verletzt ausgewechselt werden, allerdings hat er nur einen Tag eine Oberschenkelverhärtung, von daher passt das schon. Unsere zweite Mannschaft hatte dann noch 3:0 gewonnen, habe ich ja vorhin gesagt, gucken wir mal rein. Wieder zweimal Bangura, einmal Frenzer, die Torschütze, der ist jetzt mittlerweile auf Platz 2 der Torrangliste in der Oberliga Südwest. Der macht das dort richtig gut. Jo, was gibt es sonst noch? Dann gab es schon die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wiesbaden. Da sind wir jetzt auch. Also das war es dann in den ganzen 3 Wochen. Interessantes Geschichte natürlich das Angebot von Augsburg, so aus persönlicher Sicht. Der Sieg im Freundschaftsspiel und die Siege unserer Jugend- und zweite Mannschaften hat uns natürlich auch sehr erfreut. Dann schauen wir uns mal an, wie denn Wiesbaden normalerweise so auftritt. Im Tiki-Taka-System sehen wir hier klassisches 4-4-2. Hängende Spitze, pressender Stürmer. Da gucke ich immer mittlerweile ganz gerne hier vorne hin. Dixon Abiyama hat 10 Treffer bereits erzielt. Benedikt Hollerbach hat 7 vorbereitet. Also das sind so die 2. Die linke Seite, müssen wir ein bisschen aufpassen, ist unsere rechte Seite. Und da muss man ja sagen, dass Treuer gelb gesperrt ist und Zimmer aber wieder rechtzeitig fit geworden ist. Deswegen hoffen wir aber auch mal, dass er 90 Minuten durchhält. Das gucken wir uns gleich nochmal an, was da die Vorhersagen sind. Da war ich doch schon, aber ich wollte zum Scout-Bericht noch. Sie spielen riskant und häufiges Pressing. So schaut's aus. Und deswegen hier nochmal kurz rein in die Fitness-Tests. Matanovic kann spielen, heißt also auch für Zimmer, dass dort keine Bedenken sind. Also können wir ihn auch 90 Minuten spielen lassen. Gut, dann ins Meeting. Gegneranweisungen übernehmen wir erstmal. 14.111 Tickets sind verkauft in Wiesbaden und Zimmer, wie gesagt, ist dabei. Hier ist auch nichts weiter angegeben. Wie gesagt, was sagt das Herzchen? Ist es gering, die Belastung? Verletzungsanfälligkeit hoch? Wobei, da kann man auch nicht immer so ganz drauf gucken. Wir müssen es jetzt eh machen. Zimmer wird spielen. Das ist auf jeden Fall entschieden. Die Gegner gehen wir mal nochmal direkt rein. Abiyama, da genau, das war schwierig. Den wollen wir einmal etwas anders rannehmen, genauso wie Hollerbach. Da werden wir auch nochmal das Ganze ein bisschen verändern und dann werden wir das so machen. Ich habe die Aufstellung noch nicht vorbereitet diesmal, deswegen gucke ich mal ganz kurz rein. Da wäre wieder die Entscheidung Kiprit oder Monticelli. Ja, das ist echt eine sehr schwierige Entscheidung. Oder eben Tomic, der das im Freundschaftsspiel auch wieder gut gemacht hat und natürlich, wie gesagt, die Erfahrung kriegen soll. Ich würde mich aber aufgrund, wenn ich das gerade sehe, der Trainingsleistung 7,3, jetzt gucke ich mir mal Kiprit an, 8,95, das loben wir mal eben und sagen ihm damit, dass er spielen darf. Monticelli auf links und Kiprit dann für Tomic rein. Machen wir gegen die starken Wiesbadener wieder mit unserer eigentlichen Stammformation. Rebinger ist ja auch wieder fit. Jetzt hat das Spitzer ja auch nicht so schlecht gemacht, aber auch nicht überragend. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf Rebinger. Das war die Ursprungsgeschichte. Deshalb, die beiden sind auch gut eingespielt. Schmadtke, McNulty, Vita und so weiter. Über Zimmer haben wir gesprochen. Dann ist da alles gut soweit. In der Taktik ändern wir auch nichts. Da sehe ich jetzt, was hatten wir da mit dem Kreativ? Aber das haben wir jetzt nur für das letzte Spiel eingestellt, deswegen ist das wieder auf Standard. Ja, dann gehen wir rein ins Spiel gegen Wiesbaden. Was? Ach, Philipp Treu ist gesperrt. Das hat er uns noch gesagt. Habe ich schon wieder weggeklickt. Einfach mal wegklicken, ne? Ja, jetzt die Frage, ob wir Van den Bosch mitnehmen. Frenzer ist auch gesperrt. Warum das denn? Ist der auch für die erste Mannschaft gesperrt dann? Ja, wir haben Spitzer, das reicht uns aus. Dann nehmen wir Van den Bosch mit.
als weiteren Defensivspieler. Gut, hinein. Ins Spiel. Trainer ist Christian Streich. Aha, das hatten wir schon mal, glaube ich. Kann ich mich gerade erinnern, dass er jetzt nicht mehr in Freiburg, sondern in Wiesbaden ist. Interessant. Und man sieht die Leistung, die er bringt. Sehr gut. Was sagen wir jetzt noch? Macht weiter wie beim letzten Mal. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr, dass so knalle war. Nämlich dazwischen auch gerade eine kleine Pause gemacht. Die braucht man auch. Ich möchte mal sagen, dass wir letzte Zeit gut drauf waren, weil das stimmt definitiv. Und dann gehen wir hinein. Diesmal in den weißen Trikots, habe ich doch letzte Mal noch gesagt, daran erinnere ich mich noch, dass man das gerne mal einstellen könnte. Und jetzt, klar, wir können nicht in den schwarzen spielen, hätten aber auch, ja, die haben rot-schwarz, sehe ich jetzt gerade. Wenn man es von vorne sieht, macht Sinn, warum wir im Weiß spielen. Aber finde ich zum Beispiel auch sehr schick. Würde ich doch auch gerne mal häufiger drin auflaufen. Nun, Trikots hin oder her, es geht rein ins Spiel. Da war direkt Hollerbach. Da ist wieder Hollerbach, aber da haben wir gut abgegrätscht. Das war von Rebiger nicht so gut. Er fehlt natürlich jetzt auch ein bisschen die Spielpraxis, aber ich glaube daran, an seine Möglichkeiten, die er hat. Ansonsten, Majacek und Spitzer sitzen auf der Bank und können eingreifen, wenn es dann doch nicht so fruchtet. Jetzt hat der Wiesbaden aber allerdings wieder den Ball. Er ist ein bisschen präsenter wie wir in den ersten 10 Minuten. Und dann fällt auch das Tor verdientermaßen. 1-0. Für Wiesbaden. Nach einem Standard zwar, aber darf trotzdem nicht passieren. Der steht da völlig frei. Ich weiß gar nicht, warum wir uns da hinten so tummeln. Und wo die zwei dann auch von der Mittellinie herkommen. Oder von der 16-Linie. Habt ihr das gesehen? Geht schon gut los. Auch die nächste gelbe Karte schon direkt. Ich ahne Böses heute. Wir gehen mal wieder vorsichtig zurück, weil wir jetzt uns schon wieder den nächsten Angriff gefallen lassen müssen. Zum Glück nicht das nächste Tor, das hat ja auch schon mal gut funktioniert. Jetzt dann einfach mal was anders machen und vor allem ein bisschen Sicherheit bekommen. Hoffentlich. Ist ja nicht immer die Musterlösung, ne? Aber auf jeden Fall eine von mehreren Möglichkeiten. So, jetzt sind wir nämlich auch mal am Zug. Vita über die Seite auf Matanovic und der macht dann direkt das 1-1. Ist das nicht verrückt? Wahnsinn. Aber nochmal, es ist keine Musterlösung. Das definitiv nicht. Dann auch irgendwo Zufall. Aber egal, wir nehmen das mit. 1-1. Schöne Flanke von Vita. Müsste mindestens die 7. Vorbereitung sein, wenn nicht sogar schon die 8. Matanovic. Weiß ich gar nicht, wie häufig er getroffen hat. Müssen wir uns auch mal angucken. Gleich habe ich jetzt gerade nicht verfolgt dort. Da zählt ja auch immer leider der Pokal mit. Würde ich zum Beispiel, jetzt gibt es Elfmeter oder? Irgendwas soll Muromovic oder Navrocki da gemacht haben. Ja, es gibt Elfmeter. Und Gelb für Muromovic. Komm, Manne. Jetzt halt auch mal einen Elfmeter. Das wäre doch mal eine Maßnahme, aber der war sowas von klar verwandelt. 2-1 Tempelmann in der 26. Ich habe jetzt zwar nicht sehen können, was da war, aber ist ja letztendlich auch egal. Gegeben ist gegeben. Getroffen ist getroffen.
Natürlich gleich noch sagen, dass er aufpassen soll. Habe ich noch gar nicht gemacht, aber lasst uns erstmal in Ruhe aufbauen. Ah, da hätte er in den Raum schießen können. Er macht es aber alleine und das ist gar nicht so schlecht. Schade. Gibt Ecke. Die nichts einbringt. Schöner langer Ball von Nawoki, glaube ich, auf Kiprit. Ui, da wird es fast zu spitz, aber doch noch gefährlich. Schmadtke versucht es auch, aber ist meistens nie so eine gute Idee, tut mir leid. Aber wir sind auf jeden Fall besser im Spiel, auch wenn wir wieder in Rückstand geraten sind. Aber jetzt haben wir auch was vom Spiel und darum ging es mir in erster Linie natürlich schon. Aber Wiesbaden hat trotzdem den Ball. Wir holen uns wieder. Das ist ein Hin und Her hier. Nach vorne haben wir uns aber, lassen wir uns noch nicht so wahnsinnig viel einfallen irgendwie. Zumindest nichts Effektives für auch große Chancen. Und da ist der Ball dann wieder weg. Wieder McNulty, der hat schon einen guten Schuss, muss man sagen. Und jetzt definitiv Linksschuss, war Linksfuß. Hat er nicht nur im Pokal in den letzten beiden Freundschaftsspielen auch so getroffen. Habe ich noch nicht geguckt, aber da wäre ich mir jetzt ziemlich sicher. Na, immerhin mal. Das war wieder gefährlich. Jo, zur Halbzeit sieht es 1:2 aus unserer Sicht. Ganz so chancenlos waren wir natürlich nicht. Trotzdem hat es zweimal geklingelt und es war auch noch ein paar Mal gefährlich. Lopez spielt da sehr gut bei denen. Können wir uns mal kurz anschauen. Können immer noch gewinnen. Schmadtke ist ängstlich mittlerweile. Was mit dem los ist, weiß ich auch nicht so ganz. Wir haben ja auch gesagt, dass Spitzer das auch spielen kann. Ne? Und dann werden wir den Wechsel auf jeden Fall jetzt mal vornehmen. Wir müssen irgendwie mit Schmadtke mal so einen kleinen Haarwaschkurs nehmen. Zimmer macht es nicht. Also eine Note von 6,3 bei Zimmer habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Und wo spielt dieser Lopez als Linksverteidiger? Gehen wir vielleicht mal ein bisschen an. Ansonsten wäre die Idee, eventuell die Kreativität zu fordern. Na, wir bleiben noch mal dabei, aber das wäre die nächste Möglichkeit, falls uns in den nächsten Minuten nichts gelingt, beziehungsweise wir vielleicht sogar ein drittes kriegen, dann müssen wir diesbezüglich mal was ändern. Gehen wir rein in die zweite Hälfte. Noch ist alles drin. Wiesbaden durch den aktuellen Sieg, sage ich mal, der noch nicht eingetütet ist, natürlich jetzt Zweiter hinter uns. Wäre für die natürlich riesige Big Points. Der Einwurf geht sofort zum Gegner und dann Abiyama mit den 3-1. Also schlechter kann man nicht einwerfen.
Ich habe es gesagt mit der Kreativität, dann machen wir es auch. Das ist immer nervig, wenn ich das doch einstelle. Hatte das doch wahrscheinlich einen Sinn. Jo, werft ihr doch mal schlecht ein, dann sind wir mal vielleicht wieder ins Spiel, aber den Gefallen tun sie uns gerade nicht. Schön, schön, nicht schön. Hält der Torhüter auch gut, aber. Ach, das war schön. Schön verlängert und McNulty dann fast mit dem Tor, Unterkante Latte. Sehr ärgerlich. Was ist da hinten los? Ne? Zimmer immer noch schlecht, Wied heute auch nicht gut, aber wir liegen zurück. Ahrens ist da jetzt nicht die offensiv stärkste Variante, aber das ganze Team, Spitzer, Rebinger, Monticelli und Mantanovic sind noch so die auffälligsten. Aber zwei Mann schaffen es hier nicht. Müssen wir uns mehr gegen Bäumen. Ja, was sollen wir tun? Ich hätte an die Offensivtaktik gedacht. Wir können ja mal kurz gucken, wie sie jetzt eingespielt ist. Kann natürlich auch völlig nach hinten gehen. Ich würde es noch nicht machen, beziehungsweise bei zwei Toren vor allem nicht machen. Ich würde mal schauen, dass wir hier irgendwo noch eine Offensive reinkriegen. Das geduldig spielen muss raus. Noch höheres Tempo gehen. Das ist eine Idee. Und das alles mal ein bisschen nach vorne schieben, um so ein bisschen mehr zu pressen. Wollen wir das auch machen? Na, würde ich jetzt nicht machen. Dann ist die Überlegung einer der beiden, aber da auch nicht so wirklich. Und vorsichtig wieder rausnehmen und kontrolliert. Was sagt denn da übrigens unser Balken? Ja, so viel nicht. Geht mal kontrolliert nach vorne. Achso, wollen wir jemanden wechseln? Nee. Spitzer ist ja gerade erst gekommen. Also von daher wäre schon eine Höchststrafe, ihn da wieder rauszunehmen. Das war schön gespielt. 2-3 Rebinger, Vorlage Matanovic. Aber auch davor schon, glaube ich, das Zusammenspiel mit Vita. Kommt nochmal, Jungs. Das kann nochmal was geben. Es sind noch 19 Minuten plus Nachspielzeit. Wir bleiben auch nochmal bei der Taktik. Würden dann, was weiß ich, so in der 82, 83. höchstens auf Offensive stellen. Aber noch. Knapp,
Kiprit, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran, Leute. Das ist gerade unsere Phase. Die müssen wir nutzen. Ich habe Yama verletzt. Sehr schön gespielt. Wieder schön. Der Schuss geht vorbei, aber wir haben es jetzt gerade. Das ist immer so ein Ding, wo man halt auch ungern was ändern würde. Ei, wieder Rebinger. Der dreht gerade auf. Warten wir noch 3 Minütchen länger. Irgendwann ist es zu spät. Das ist immer der Punkt, den Punkt zu finden. Da ist das 4-2. Dann ist es jetzt geschehen. Wir können zwar nochmal gucken, dass wir hier nochmal auswechseln, dann, na klar. Nehmen wir die defensive Absicherung daraus, wäre auch mal eine Idee. Einfach mal einen Test. Majacek kommt dafür. Kann das auch spielen als offensiv unterstützender, offensiv angreifender sogar. Das machen wir mal rein. Müssen wir ihm das sagen? Nein. Alles gut. Und wer kommt noch neu ins Spiel? Können wir Spielpraxis geben. Komm, Ahrens, für die Leihvereinbarung. Ich glaube jetzt so nicht mehr so wirklich dran, wie man gerade merkt, aber es sind immer noch 7 Minuten, aber irgendwie, ja, irgendwie köpft er da an den Pfosten. Kaufmann steht völlig frei. Geht mir nicht auf den Senkel mit der Abfrage. Wenn jetzt das 3-4 fällt und wir dann verlieren, nehme ich es auf meine Kappe. Majacek aber auf jeden Fall mit dem Schönchen. Und da ist das 3-4. Micha Spitzer, ich breche zusammen. Wir spielen in der Taktik gut. Warum sollen wir das jetzt anders machen? Was für ein verrücktes Spiel gerade, ne? Kommt hier noch ein 4-4? Komm, jetzt ist es die 89. Minute, jetzt müssen wir das so machen. Wir haben es eingespielt. Versucht's mal bitte. 5 Minuten Nachspielzeit. Wir feuern an. Der war schlecht von Kiprit und das war's. Das war's gewesen. 3 Tore auswärts geschossen, aber 4 bekommen. Das ist natürlich defensiv nicht gut gelöst. 5 bekommen fast. Das war's. 4-3 verlieren wir in Wiesbaden. Schon zu Recht, obwohl wir natürlich auch, wenn man die Schüsse so sieht, schon was vom Spiel hatten. XG-mäßig ist allerdings dann doch Wiesbaden die bessere Mannschaft gewesen. Ja, war defensiv heute nicht gut. Und unser Torhüter kriegt 4 Gegentore und eine 7,2. Also irgendwie alles ein bisschen seltsam. Ne? Von Zimmer leider nach der Verletzung nicht viel zu sehen. Haben wir von ihm so wirklich noch nicht gesehen. Und ja gut, kurz gesagt, das war einfach nicht genug. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, passt aber nicht. Ich bin alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis. Das kann man definitiv sagen. Und das werden wir auch tun. Insofern müssen wir weitermachen, Mund abputzen, wie wir mal sagen, und weitermachen. Das zweite Spiel, Schalke gewinnt 1-0 in Rostock. Wie gesagt, Wiesbaden rückt jetzt an uns ran. Das war unsere 3. Niederlage. Und wir, das schauen wir uns noch kurz an, spielen nächste Woche
gegen Dynamo Dresden. Naja, das ist ja auch nicht gerade das leichteste Spiel. Bevor es dann noch im letzten Spiel in der Hinrunde nach Bochum geht. Und dann ist die Rückrunde, nämlich wieder die Hinrunde vorbei. Und die Rückrunde beginnt im Januar mit dem Spiel gegen Holstein Kiel. Der DFB-Pokal ist erst am 1.2. Aber so weit sind wir noch nicht. Insofern schauen wir uns das einfach mal nächste Woche gegen Dresden an. Da muss es besser werden. Und Dresden hat momentan, obwohl sie da Dritter sind, ah nee, das sind die letzten Begegnungen. Das heißt, wir haben gegen Dresden immer gut gespielt. Oder verstehe ich das falsch? Haben immer verloren gegen Dresden. Na, das müssen wir noch rausfinden. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen bis hierhin. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.